ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, heute spielen wir wieder eine Map, 50 Level Default Death Run. Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns natürlich anschauen, wie hoch die XP sind, ob sie es rendiert, die Map mehrfach zu spielen oder nicht. Und ob es überhaupt XP gibt, denn viele Maps oder Creator sagen, es gibt XP und dann gibt es ja doch keine. Wir werden uns den Aufbau der Map angucken, ob sich bei den 50 Leveln nach 10 Leveln vielleicht alles wiederholt oder nicht. Und ja, wie farbenfroh, wie abwechslungsreich die Map ist. Ja, da werden wir uns mal schön überraschen lassen. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, Lobby technisch gesehen Standard. You earn battle XP for every level. Alles klar? Ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Okay, ja. ...756 für den ersten Checkpoint. Und die nächsten... Noch mehr? Wow! Okay, das lohnt sich tatsächlich wirklich. Bei 50 Leveln so viel XP? Das sind ja 7000 für 10 Level? 7500 für 10 Level. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ne? 7500, 15, 30, das sind 37.500 ungefähr für alle 50 Level. Ich würde sagen, das lohnt sich, wenn es nicht weniger wird. Und anscheinend wird es auch nicht weniger. Okay, hier macht er noch Werbung für seine anderen Maps. Darf er gerne machen. Frage ist, ob es nach 10 Level noch mal extra Bonus XP gibt, ob wir dann auf, keine Ahnung, mehr als 35.000 kommen oder 37.000. Wäre auf jeden Fall geil. Weil dann würde sich die Map definitiv lohnen. Wir sind jetzt bei Level 9. Jetzt ist die Frage, kann man hier oben lang? Man kann hier oben lang. Okay. Ihr wisst ja, ich mag das nicht so mit den Decken fallen. Wir sind zwar keine, aber wenn man abkürzen kann, kürzt man doch tatsächlich gerne mal ab. Okay, für gemeisterte 10 Level gibt es keine XP. Aber ich denke mal, bei 750 nur noch tatsächlich. Okay, es wird weniger. Aber ich denke mal, das rendiert sich trotzdem. Also, toi, toi, toi. 700 XP, das gibt es sonst eigentlich auch gar keiner mehr pro Checkpoint. So, auf keiner der Milliarden von Maps, die ich bisher gespielt habe, gab es pro Checkpoint so viele XP. Da war eine Falle, ich wusste es. Oh, oh je.
Okay, wenn die XP weniger werden, kommen wir nicht ganz auf die 37.000, aber es kann ja sein, dass wenn wir alle 50 Level geschafft haben, dass es dann nochmal Bonus XP gibt. Und jetzt lass mich endlich mal dieses Level schaffen. Meine Fräse. Oh, wird doch Zeit hier. Oh. Das war knapp. Okay, keine Falle darunter. Nein. Ich hab's zu spät gesehen. Egal, wir machen weiter. Ah, ich sehe es gerade. Wow. Kleine Info wäre gut gewesen mit der Schneebombe. Das wäre echt nice gewesen. So. Alles gut. Wow. So. Wir haben die Hälfte geschafft. Secret Fish. Okay, kann ich den anklicken? Nein. Ja, ich möchte dir keinen Screenshot schicken. Sorry, aber da lang muss ich. Okay, sowas hatten wir hier schon mal. Okay, Momentchen. Wie? Oh, das ist ja mies. Hä? Okay, man muss hier drüber klettern. Sonst kommt man hier gar nicht weiter. Und haben wir das Level up? Nö. Oh Gott. Okay, das war hier recht einfach, muss ich sagen. So, hier trickst mal wieder ein bisschen. Nein, scheiße. Aber ich habe mein Level up drinnen, Level 245. Was will man mehr? So. So, wir lassen uns ganz kurz töten, damit die Eisschuhe weg sind. Gehen wir mal den offiziellen Weg. Ich kletter nicht nochmal drüber. Wir haben den offiziellen Weg geschafft. Wir klettern jetzt drüber. Oh Mann, Alter.
Warum haben die Creator die Eigenschaft, um Ecken immer so eine Falle anzubringen? Nicht gegen euch Web-Creator, aber... Warum? Kann ich jetzt hier runter? Ja. Aber... Oh. Ha! Das ist nochmal oben. Okay, das ist mies. Das ist mies. Das ist sehr mies. Wir haben es trotzdem geschafft. Hä? Was war das? Hui! Okay. Gibt's hier oben? Wow, da darf man gar nicht hoch? Okay. Darf man hier wieder hoch? Ja. Secret wird da nicht versteckt sein. Hoffe ich mal. Das hier verstehe ich nicht. Kommt man denn da hinten dann durch? Ah, man kommt da tatsächlich durch. Und der Schlinger hat hier sogar noch so ein Stoppding eingebaut. Hä? Was? Ui, wir haben es geschafft. Also ich muss sagen, für die 50 Level ist es abwechslungsreich auf jeden Fall. Miau. Abwechslungsreich ist es. Ich hasse Deckenfallen. Und ich kann die Map tatsächlich noch weiterempfehlen. Schon allein durch die XP, die es hier gibt. Hui, was war denn das? Hä? Hallo? Was habe ich denn jetzt anders gemacht, als ich das getroffen habe? Hä, das die Bounce-Dinger sind weg! Ich brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Jeden, den das stört, dass ich einen Schluck Kaffee trinke, der kann gerne gehen. Oh, nein! Alter, in einem Zug soll man das schaffen. Ach, das ist das letzte Level. Ich verstehe. Nein, 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 nein! Ah! Mann, ich will da drauf stehen bleiben. Ich will nicht weiterspringen. Mal gucken, ob ich hier ein bisschen tricksen. Ah, nee, warte mal, da kriege ich ja wieder Eisschuhe. Ich würde hier gerne ein bisschen tricksen wollen.
Nein! Oh, fuck! Wow! Also ich muss sagen, das letzte Level hat es ganz schön in sich hier. Die Eisplatte dort ist nervig. Die da vorne. Ich würde halt gerne irgendwie versuchen, die Eisschuhe wieder loszuwerden. Alter, jetzt reicht's aber mal. Ui. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Don't support you, ne? Was? FH Support. Okay. Das ist auch geil. Was gibt's denn da oben? Da gibt's auf jeden Fall eine Knarre. Wir wollen mal gucken, was die macht, außer uns schrumpfen lässt. Hallo, ich will da hoch. Gehen wir hier halt so hoch. Aha. Mehr gibt es hier nicht. Da gibt es noch Boogie Bombs. Hui. Alles klar. Also, ich kann die Map nur weiterempfehlen. Die XP alleine rendieren sich definitiv. Das letzte Level ist ein bisschen Abfuck, finde ich. Für mich persönlich ist es ein bisschen Abfuck. Man hätte da ja irgendwas anderes machen können. Wenn euch sowas gefällt, dann spielt es auf jeden Fall. Vor allem das letzte Level. Es ist, wie gesagt, meine Meinung. Mir hat das letzte Level nicht gefallen. Ansonsten, ich kann die Map nur weiterempfehlen. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Schreibt mir eure Map-Codes in die Kommentare, damit ich dieses spielen und aufnehmen kann. Oder irgendwelche random Maps, die ich noch nicht kenne, die ihr aber unbedingt bei mir sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.